Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 1 Drakes Schicksal. Wir haben im letzten Part am Ende das Rätsel mit den Statuen hier gelöst und haben dann einen Geheimgang geöffnet und werden jetzt sehen, was sich unterhalb dieser Bibliothek befindet. Oh Mann, neues Rätsel. Oh, noch eine Bibliothek. Moment, das kenne ich doch. Und jetzt? Okay, ich habe schon wieder die umgekehrte Flamme weist ins Land der Toten. Die umgekehrte Flamme, aha. Okay. Müssen jetzt alle Flammen nach unten gedreht werden hier? Okay, irgendwas öffnet sich hier schon. Und hier hinten liegt definitiv irgendetwas, was ich jetzt nicht mehr mitnehmen kann. Na, großartig. Sieht ganz gut aus. Hey, lass mal sehen. Ja. Okay. Ihr zwei bleibt hier, ich werde mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja, und einer alleine ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Und sprich mit uns. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Da! Wo kommt der denn her? Mann, ich wollte noch das einsammeln. Ach Mann, ich hätte mich vielleicht erstmal in dem Raum umsehen sollen. So ein Mist. Okay, Land der Toten. Ich komme. Okay, in dem Untergrund. Oh Mann, hier ist es echt gruselig. Ich hoffe doch mal, dass es jetzt nicht gruselig wird hier. Moment, hier glitzert auch irgendwas hier oben. Ja. Ein goldenes Inka-Gefäß. Sehr nice. Jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Schätze ich jetzt schon habe hier. Oh Mann. Ah, ich hätte den Schatz dort oben noch mitnehmen können. Aber euch ein bisschen zu voreilig, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? 29 Schuss und 47. Okay. Was ist das? Und, hier liegen überall Skelette rum. Ja, großartig. Tja, muss ich jetzt dort rüber? Nö, das klappt nicht. Okay. Dann sind wir ja schon mal gestorben. Dann haben wir ja das schon hinter uns mit dem Sterben. Tja, dann kann ich nur noch da unten... Ich kann ja eigentlich nur noch hier unten... ja. Ich kann mich ja eigentlich nur noch hier an der Wand lang hangeln. Andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Okay, okay, bleibt alles. Hoff doch mal, das bleibt alles. Gut. So komme ich natürlich auch noch drüben. Ich wollte einfach springen. Okay. Okay. Da bin ich. Okay. Ich habe nur noch 7 Schuss. Das ist nicht gut. Aber warum sind die hier unten, wenn die von dem Raum nichts wissen hier? Warum sind die hier unten, wenn die von dem Raum nichts wissen? Okay, Pistolenmunition. Da kann ich die Pistole schon wieder tauschen. Du hast die Waffe mit 32 Schuss. Okay, ich nehme lieber die mit, ist besser. Und ich darf schon wieder irgendwo an einem Rädchen drehen, damit ich nach oben komme. Gut, das kriegt man hin. Die Munition nehme ich auch mit. Da unten gibt es nichts weiter. Oh, was ist hier oben? Oh Mann.
Shit. Sind aber viele. Oh, bis dann. Okay, wie kriege ich euch? Okay. Oh, das tat bestimmt weh. Meine Güte, da ist aber noch einer. Einer ist noch irgendwo. So, wo ist der jetzt? Wo hat der sich versteckt? Okay. Wo bist du, Kollege? Hallo? Bin dort drüben, kriege ich nicht. Scheiße. Ich gehe mal lieber hier rüber. So, dann kriege ich nämlich den hier hinten. Dann sollte ich eigentlich auch den kriegen. Okay, ganz kurz nachladen. Hier laden wir mal auch noch nach. Schrotflinte möchte ich nicht mitnehmen. Aber was ist das? Das ist eine alte Kirche oder so, ne? Die Munition nehme ich mit. Die nehme ich mit. Die kann ich nicht mitnehmen. Moment, da war doch was. Schon eine Glocke und schon noch ein Rätsel. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Okay, das ist eine Glocke und da drüben ist eine Glocke. Die muss ich anschießen, ne? So, jetzt muss ich wahrscheinlich ganz schnell hier rüber. Aber das klappt nicht. Okay. Hat doch geklappt. Sehr schön. Ich hätte sie nicht mal... Das hätte ich gar nicht geschafft, von der einen Seite auf die andere Seite zu rennen. Deswegen einfach schießen und dann passt das. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Keine Ahnung. Wir bekommen ja keine Statue raus. Es ist einfach nur ein gottverdammtes Grab hier. Da drüben! Oh Mann, die Typen sind überall. Okay. Jetzt wird's aber gruselig echt hier, ey. Hier drüben! Lass sie nicht durch! Jetzt bist du tot! In Ordnung. Okay.
Meine Güte, was haben die für Granaten, ey? Okay. Ah, noch mehr Munition, nimm mal mit, ja. Oh Mann, wo wollten wir hin? Muss ich da hoch? Ich muss wahrscheinlich da hoch. Gott, ist das gruselig. Und das in einem Spiel von Naughty Dogs. Habe ich euch das eigentlich schon erzählt, dass das Spiel von Naughty Dogs ist? Hm. Wenn nicht, dann wisst das jetzt. So. Darüber. Darüber. Nach oben. Und hier rüber. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Oh, es ist nicht nur Drake! Verdammt! Ich sage Ihnen, diese Insel ist verflucht! Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Hey, Camo! Mattia, Jallo! Sielan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut... Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Okay. Also mit den beiden kriegt man es wahrscheinlich am Ende dann zu tun. So, von hier bin ich gekommen scheinbar. Naja, mal in die Richtung weitergehen. Oh mein Gott, ich falle hier überall nach unten. Nee, hier muss ich lang. Dem anderen Weg bin ich gekommen. Oder bin ich von hier gekommen? Ah. Es ist alles so... Hm. Ich krieg nicht mal diese Dinger hier kaputt. Okay. Aber hier scheint es überhaupt nicht drin zu geben. Heißt, ich komme hier auch nicht weiter. So, die Frage ist, muss ich wieder zurück? Okay, von hier bin ich definitiv gekommen. Aber machen die mir jetzt wieder auf? Ich sage, ich bin wieder da. Nee. Ich komme hier definitiv auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss... Tja. Wo muss ich weiter? Ugh.
Hier muss es ja irgendetwas geben. Ja. Ja. Wenn es hier oben nichts drin gibt, muss es ja auf der anderen Seite irgendwas geben. Ich habe jetzt das Gespräch mit angehört. So, hier komme ich auch nicht weiter nach oben. Da geht's nur zurück. Oh, hier geht's weiter. Okay. Nicht wieder draußen. Kapitel 15, dem Schatz auf der Spur. Okay, dort unten lang. Oder hier oben. Da ist definitiv eine Liane. Da ist auch eine Liane. Okay. Komme ich aber nicht nach oben. So, was passiert, wenn ich hier lang gehe? Erschlossenes Tor, durch das ich nicht durchkomme. Alles klar. Hätte ja sein können, dass ich hier zurückkomme irgendwo. Also muss ich irgendwie nach dort oben an die Lianen kommen. Also von einer Seite hier muss ich hier definitiv drauf. Ah, okay, ich sehe schon. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, was ich hier machen muss. Einmal Lianenschwinger spielen. Und das Ganze hier nochmal. Gut. Sehr schön. Okay. Wenn ich nicht durch die Tür gehen kann, dann klettere ich halt durchs Fenster. Okay. Oh shit. Okay. Ach du Scheiße. Na toll. Granate, nicht gut. Okay. Gut, die sind alle platt hier. Jetzt bin ich wieder hier am... Nate, hörst du mich? Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Wenn ich Glück hab, erstmal einen Schatz. Ja, 13 Stück goldenes Vogelgefäß. Okay. Aber ich war hier definitiv noch nicht. Oh Mann, ich muss weiter nach oben, ne? Okay. Nach unten geht's nicht. Aber komme ich hier weiter?
Dahinter muss ich wahrscheinlich, oder? Ich habe gerade absolut überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Da drüber. Okay. Okay, weiter nach oben. Das sollte ich definitiv hinkriegen. Und schon noch ein Fenster. Oh Mann. Du bist tot. Okay. Habt ihr wenigstens ein bisschen Munition für mich? Okay, das habt ihr. Tja, darüber? Ja. Muss darüber. Oh mein Gott. Das muss es sein. Ja, das ist das Symbol. Das heißt klettern, ne? Aha. Okay. Nein. Okay, da drüber kann ich springen. Oh Mann. Okay. Ui, das war knapp. Und jetzt? Auf den Kronleuchter da drauf. Warum ist da so ein hässliches Fass? Okay, das kann in der Luft fliegen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Hier bricht doch gleich wieder irgendwas zusammen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Jetzt bin ich hier, wo die Glocken sind. Okay. Gut. Muss irgendwie bis zu dem Fenster kommen. Boah, Nathan. Mach keinen Mist. Was ist das denn hier? Und jetzt? Okay, das war ein Schlüssel. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich noch einer. Okay, wie komme ich da rüber? Boah. Komme ich von hier aus? Nee, das klappt nicht. Oh nein, hoffentlich muss ich jetzt das Ganze nicht nochmal machen. Nee, muss ich nicht. Aber okay. Ja, das habe ich schon gesehen. Das kenne ich. Mann. Es wird noch mal interessant jetzt. Das haben wir alles ja schon mal gemacht. Heißt also, wir kennen uns hier aus damit. Wenn das Klettern nicht so anstrengend wäre. Also das ist auf jeden Fall der Schlüssel, der sich leichter erreichen lässt. Der lässt sich definitiv leichter erreichen. Jetzt muss ich nur irgendwie auf die andere Seite rüberkommen.
Also eigentlich hier zurück, ne? Von hier aus nach da komme ich nicht. Da kann ich aber dran springen. Okay. Sehr gut. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. So. Wie komme ich jetzt da in die Mitte rein? Aha. Och, scheiße. Nein, bitte lass mich das Ganze jetzt nicht nochmal machen. Hoffentlich hast du eine gute Autospeicherfunktion. Hast du, okay. Okay, also nochmal hier rüber. So, Vorsicht, nicht runterfallen. Sehr schön. Ich muss ja von beiden Seiten theoretisch gesehen hier hinkommen. Ah, halt dich doch daran fest, das verstehe ich nicht. Wenn es natürlich von der anderen Seite nochmal probieren. Das müsste ja eigentlich genauso klappen. Es waren, glaube ich, auf beiden Seiten sowas zum Festhalten. Okay. Oh, das ging besser. Sehr schön. Okay, was ist hier jetzt? Muss ich irgendein Fenster öffnen? Juwelenbesetztes Goldkreuz. Sieh mal an. Was hast du denn hier gefunden? Okay, dort oben ist auf jeden Fall das Symbol. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Tja, und das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden. Aber ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder ein Like da. Ich bin euer Basti, bis zum nächsten Mal zu Uncharted 1 Drakes Schicksal. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.